welcher Button ist das? Welcher Button ist das? Ich weiß es nicht. Oh Mann, wir müssen eine Falle irgendwo hinstellen, damit Jeff sich ablenken lässt und wir... was war das nochmal? Ich glaube irgendwas von dem Clown oder so. Auf jeden Fall willkommen zurück zu Fluff Into the Pit. Und ich frage mich wirklich, wo könnten wir eine Ablenkung verursachen? Also ich hätte vielleicht eine Idee, das außerhalb zu machen. Hier so... Ja, hier draußen so. Als Papa als Kind fragte, wie dieser Ort aussah, wechselte er das Thema. Jetzt weiß ich warum. Ja, ich hatte vielleicht das Gefühl, mal beim Werk nachzuschauen. Ob wir da vielleicht eine Falle hinsetzen können oder so. Ja, Flashlight. So dunkel wird es doch jetzt ja auch nicht sein. Ne, man kann voll viel sehen. Und warte mal. War hier schon immer ein Tor in der Mitte? Und das Ding kann ich mich nicht erinnern. Das Werk wurde vor 3 Jahren geschlossen. Fast alles andere in dieser Stadt ist seitdem auch geschlossen. Oh. Okay. Ich bin ziemlich sicher, dass dieser Müll hier seit der Schließung des Werks liegt. Ja, okay, alles normal. Nee, da kann man hier doch keine Falle setzen. War ich doch in der Pizzeria? Ich guck mich mal um. Ich finde es übrigens sehr interessant, dass links einfach dieser kleine, viereckige Raum, wo wir die ganzen... Wo wir das Geschehene, sage ich mal, gesehen haben, dass der einfach hier bei Jeffs Pizza nicht existiert. Existiert ja einfach nicht mehr. Das finde ich ziemlich lustig. Aber alles ist zu. Ich meine, wo sollen wir das bitte hinstellen? Tür ist verschlossen. Hier kommen wir durch. Oh! Stromversorgung habe ich gerade bekommen. Hier im Mülleimer. Oh. Ah. Das ist ja ziemlich lustig. Was haben wir denn hier für schönes Stromversorger-Ding bekommen? Hier. Die Einheit, die es der Maschine ermöglicht, Strom aus einer Steckdose zu beziehen. Ja, okay, wie gesagt, die ganzen Arcades werde ich später nochmal alle nachholen. Bedienfeld. Krieg das nächste Item. Ein paar Nägel mit Knöpfen und Joysticks. Ja, okay. Ziemlich easy. Wie gesagt, 2 Dinger drin. Also hier findest du total viel, einfach sich beim Umschauen. Ja, und die Tür, wo es passiert ist, ist natürlich zu. Nee, keine Ahnung, ich muss mich hier wirklich umschauen. Ich hab absolut... Okay, Jeff. Nicht Jeff, Oswald. Schon wieder den Namen vergessen. Ja, nee, ich muss mich hier umschauen. Wo könnten wir... Kommst du spät, Junge. Nach dem Mittagessen verkaufen wir keine Stücke. Wenn sie also Pizza wollen, müssen sie eine ganze Kuchen kaufen. Oh, im Moment geht's mir gut. Da komme ich auch nicht rein. Ich muss Jeff irgendwie ablenken, damit ich da rein kann. Hinter der Bühne könnte ich mir vorstellen, vielleicht irgendwas... Hä? Da ist eine Batterie drunter. Oh, nett. Ein Stück Pizza aus der Küche wollen wir holen. Ja, jetzt erinnere ich mich wieder mit Chica. Wie kriege ich ihn aber hier weg? Kann ich irgendwie... Ablenkung starten. Das Ratten. Ha. Was ein Tipp? Boah, ich habe echt keine Ahnung. Nö. Keine Ahnung. Ich schätze, schaue ich nach. Keine Ahnung. Wie soll ich ihn bitte ablenken? Ha. Sie sagt was von Ratten. Und wir haben eine Rattenfalle. Und wir waren gerade beim alten Werk. Ich wette, wenn wir hier keine Ratten finden, werden wir doch bestimmt bei diesem alten verlassenen Ort... Okay, fall hin. In dem alten verlassenen Ort werden wir doch bestimmt eine Ratte finden, oder? Also es wäre jetzt das Einzige... was mir einfallen würde. Ich denke mal, das war der Hinweis. Mit, Wetten, hier sind Ratten. Rattenbefall. Und dann, oh mein Gott, hier sind wirklich Ratten. Da, da ist doch. Okay, das ist ein Tier, aber keine Ratte. Kann ich irgendwas hinsetzen? Irgendwas passiert? Irgendwie nicht. Ja, wo soll ich denn sonst eine Ratte finden? Okay, ich musste es nachschauen. Wir müssen wieder zurück ins Pit. Boing. Zurück zu Freddy Fazbear's Pizza. Aufpassen natürlich, hier könnte ein Killer rumlaufen. Warum sehe ich so wenig? Naja, ist auch egal. Jedenfalls müssen wir... Können wir hier hoch? Ich höre jemand... Die
57. Was? Jedenfalls hier in diesem Raum können wir eine Rattenfalle hinsetzen. Ich bin mir noch nicht sicher, wie genau, aber ich denke, eine Ratte zu haben, wird sich als nützlich erweisen. Zum Glück habe ich die Falle gefunden. Ich glaube nicht, dass es herauskommen wird, solange ich hier stehe. Es wird so besser zu gehen, damit es zurückkommt. Oh, meine Flash ist kaputt. Oh, neue. Neue Batterie. Okay. Ist die Ratte rein? Da, ein Stück Käse. Nein. Snap? Okay, er ist weg. Er ist weg, er ist weg. Kannst rauskommen. Leise die Tür aufmachen. Ach du Scheiße, er ist dort. Okay, und wann? Wann kommt die Ratte raus? Wo ist er? Ist er oben? Ich höre halt nichts. Alter, ist er groß. Hau ab, Mann! Ich dich! Ganz ruhig. Da! 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 Da ist eine Ratte! Himmel, Herrgott! Das ist eine große Ratte! Damit erschreckst du bestimmt jemanden. Damit erschrecken wir jemanden. Das will ich hoffen. Ist er noch da? Soll ich rennen? Ich renn. Nein, okay, ist nicht hier. Okay, Gott sei Dank. Nee, das musste ich wirklich nachschauen. Ich hätte nicht gewusst, dass ich die Ratte hier finden würde. Sorry, dass ich gedacht habe, dass ein dreckiger Ort dreckiger ist als die Pizzeria. Tor! Kicker im Bass, Plastikball in den Türrahmen. Was, das habe ich gemacht? Oh, cool. Achievement! Yeah! Ja, jetzt kann man nochmal mit der Frau reden und ihr dann einfach so eine Ratte zukommen lassen. Da, bitteschön. Das sollte ausreichen, um Jeff abzulenken. Ah, eine Ratte! Das ist eine dreckige Ratte! Neue Ratte in der Stadt, hä? Du hast dir den falschen Ort ausgesucht, Kumpel. Ja, Jeff, du kümmerst dich drum. Küche sollte jetzt frei sein. Ich muss mich nur reinschleichen, mir eine Pizza holen und schnell raus, bevor Jeff was merkt. Hol eine Pizza aus der Küche. Okay, es ist eine große Ratte, das heißt, wir haben groß viel Zeit. Wo ist denn die Küche? Küche ist wo? Bin ich blöd? Okay. Da stand er ja gerade. Davor. Ja, aber die Tür ist doch verschlossen oder kann man die jetzt aufkriegen? Weil ich habe das erst jetzt im Nachhinein gemerkt, als ich die Videos geschnitten habe, dass die Räume so rot gekennzeichnet sind mit der ist geschlossen und eben nicht so kennzeichnet, wenn man einfach durch kann. Habt ihr wahrscheinlich schon alle schon gemerkt. Oh, hoffentlich ist er kein Golden Freddy. Obwohl der ist ja im Hinten. Sorry, Jeff, ich werde versuchen, eine Möglichkeit zu finden, mich zu revanchieren. Aber ich brauche die Pizza. Oh, eine Batterie. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Jeff macht alle Pizzen selbst. Ich schätze, er kann es sich nicht leisten, mehr Personal einzustellen. Ja. Ja, glaube ich irgendwie auch. Was haben wir hier noch so? Das ist ein großer Gefrierschrank. Ich will nicht daran eingesperrt werden. Klingt nicht so toll, nee. Da, hier sieht man, so noch im zwischen Lagerraum und Sicherheitsraum. Also in Sicherheitsraum können wir nicht mehr rein. Brauchen wir aber auch nicht. Lock den Vogel heraus. Wortwörtlich, das ist unsere nächste Quest. Ja, was das heißt, sollte... Hör auf, ihn zu fallen! Soll offensichtlich sein. Chica aus ihrem Nest holen. Und... Ja, dann werden wir sehen, was Oswalds genialer Plan so ist. Weil ich, ehrlich gesagt, ich komme noch nicht hinterher. Warum sollte er sie rauslocken wollen? Ach du Scheiße. Was geht denn jetzt ab? Ach so, Spring Bounty ist wieder hier. Right? Kurz checken. Solange ich Menü bin, passiert nichts. In die Küche kann ich nicht rein. Wo will ich denn hin? Sicherheitsraum? Ich glaube, im Sicherheitsraum soll ich rein. War das der Sicherheitsraum? Scheiße, war es nicht. Ich höre jemanden. Wieso? Wo hörst du jemanden? Von dort? Kommt da jetzt einer? Kommt da? Kommt er da raus, der Kollege? Nein? Ja? Nein? Hallo? Doch nicht.
Alles wunderbar. Alles ganz, ganz toll. Scheiße, ich weiß nicht mehr, wo der war. Es war nicht hinter der Bühne. Es war hier in der Küche, direkt neben uns. Hier. Hier müsste es gewesen sein. Ich muss das Ding erst rauslocken. Okay. Hier jetzt so ein Pizzastück reinlegen oder was? Ein Bündel grusiger Tierballons. Achso, ja. Aber wo denn? Ein Stück Pizza. Hier kann ich so tun. Aber warte mal, wir müssen jetzt erstmal scannen. Erstmal alles scannen. Oh! Ein warmes, klebriges Käsestück von der einzigen Pizzeria in der Stadt. Nicht gerade so, wie ich es mir vorgestellt habe, ein Huhn zu füttern, aber naja, was soll's. Rette das Kind. Kommt sie jetzt raus? Oh, da ist sie! Sind sie? Chica! Boah, ist sie breit gebaut, Mann. Okay, nimmst du das Pizzastück? Das ist voll lecker, das ist total nam nam nam. Da komm, nimm es dir. Gutes Chicken, braves Chicken. KFC wird ein paar Tage warten, bevor sie dich nehmen. Ja, weil du so nett bist. So. Hallo? Ich bin mir nicht sicher, ob das der Gefrierschrank oder die Atmosphäre ist, die mir eine Gänsehaut verursacht. Atmosphäre wahrscheinlich. Ich habe das Gefühl, dass ich von diesem Ofen verschluckt werden könnte. Hänsel und Gretel oder was? Das war's. Mike! Os, ist es weg? Aktuell schon. Lass uns zum Ausgang gehen. Ist hier noch was? Ich kann nichts sehen. Oh, ich kann mich hier verstecken. Okay. Gut zu wissen. Da leuchtet irgendwas. Zum Ausgang. Zum Eingang soll ich gehen. Aber dann krieg ich doch dieses Bad Ending. Oder nicht? Was war das? Mike, warst du das? Mike? Also ich? Also nicht ich, aber ich? Mike? Da war es nicht. Also Springboard, die war es nicht. So, Mike. Okay. Okay, gut. Gut. Hab keine Angst. Nein. Du hast Angst. Hör auf, Angst zu haben. Auf damit. Licht an? Hey, kommst du nicht mit? Nein, ich suche nach meinem Vater. Er trägt ein blaues Hemd und hat braune Haare. Hast du ihn gesehen? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Hast du Chip gesehen? Wir waren in der Spielhalle, als der Strom ausgefallen ist. Nein, habe ich nicht. Denkst du es? Ah! Welcher Button ist das? Welcher Button ist das? Ich weiß es nicht. Das war einfach nur ein Button. Entkomme. Ah, nein, das ist eine Coin. Das ist eine Coin. Ich muss zurück. Ich muss die Coin holen. Die Coin. Wenn er schreit wegen dem Tod, dann hört er sich ein bisschen an wie SpongeBob. So. Ah. Weiß toller Vergleich. Ernsthaft, bin wieder hier? Oh Mann. Alter! Habt ihr ihn gesehen? Ich komme nicht mehr durch. Ich kann nicht durch. Ich kann nicht durch. Hallo. Bro, ich kann da nicht durch. Ich kann durch keine Türen durch. Hä? Kleinkind. Oh nein, mein Spiel ist verbuggt. Warum ist mein Spiel verbuggt? Hä? Okay. Ja? Warum ist er hier? Warum ist er hier? Der war nie hier. Warum konnte ich da was hinstellen gerade? Oh nein, oh nein, oh nein. Hab ich's geschafft? Cutscene, Cutscene, hallo, Cutscene. Nur du hast gesehen, was letztes Mal passiert ist. Steck dich! Hallo! Hat er mich gesehen? Hat er mich gesehen? Träumt er mich nur?
Ding! Mit der Flashlight, Alter, dein Ernst? Ding! Hi, Foxy! Ding! Warum auch immer ihn das jetzt gejuckt hat? Nein, nein, come on, nein, nein, du weißt es nicht, du kannst es nicht wissen. Ich sehe seine Füße nicht. Oh, jetzt. Okay. Hau ab, ich will die Katze wieder abspielen. Ich meine, es lief ganz gut am Anfang. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist vorhin. Ich weiß, ich würde die Münze unbedingt holen. Was passiert? Chicas Feuer. Löse Chicas Alarmzustand aus. Hä? Wie jetzt? Was soll das heißen? Ach, Chica ist jetzt auch unterwegs. Ach so. Okay. Ah, cool. Warum geht er nach links? Da muss ich lang. Okay. Ja, ich muss es riskieren. Sorry. Sorry. Ich muss. Ich muss da lang. Da gehöre ich hin. Weh, der wartet jetzt auf mich. Komm. Cutscene. Danke, ey. Danke. Alter, das hast du bestimmt. Keine Ahnung. Okay, ich warte kurz. Renn du schon mal vor. Ach, jetzt keine Coin mehr da. Keine Ahnung, Mann. Renn doch! Entkomme! Weh, Chica ist jetzt hier. Coin! Ich hab die Coin. Nicht hinfallen. Nein, nicht hinfallen, los! Du Vollidiot! Hör auf damit! Wir müssen entkommen, der ist direkt vor uns! Hinter uns, der Killer, der Killer! Der bringt uns um! Oh Gott. Mann! Das war echt knapp. Warum kann ich ihn nicht finden? Wo habe ich noch nicht nachgeschaut? Da muss ich erstmal einen neuen Plan überlegen. Oswalds Haus. Tag 3. Kaum geschlafen. Warum kann ich nicht? Gehe Mama suchen. Uff, was will das denn jetzt schon wieder? Keine Ahnung. Hi, Dad? Bin schon einmal diesem Ding gefolgt. Das ist letztes Mal nicht so gut ausgegangen. Willst du damit sagen, wir sollen es nicht? Wir sollen nicht hinterher? Wir bleiben aber keine andere Wahl. Oh nein, ich werde nicht nochmal drauf reinfallen. Ich gehe besser den langen Weg herum. Okay. Cool, Bro. Morgen, was war? Bist du bereit fürs Frühstück? Ich denke, ich werde heute in der Schule essen, wenn das in Ordnung ist. Sicher, Liebling. Hast du heute schon neue Freunde gefunden? Nicht heute, generell. Nun ja, es gibt diesen einen neuen Typen, dem ich einfach nicht entkommen kann. Jetzt, Oz, das ist nicht sehr nett. Vielleicht will er nur dein Freund sein. Wie auch immer, es ist ein zweiter Tag. Es wird besser werden. Du musst einfach einen Schritt nach dem anderen gehen. Danke, Mom. Ich gehe dann jetzt zur Schule. Ja, Mom. Ciao, Mom. Hi. Dad? Du magst ein großer Sechsklässler sein, aber du kannst einem Mama-Kuss nicht entkommen. Time-Button, schnell. Mist, egal. Sei brav, heute Oswald. Denk daran, dass Papa und ich immer für dich da sind. Wenn Papa wirklich da wäre, wäre das toll. Warte mal, seine Augen leuchten nicht mehr. Ah. Hä? Okay, ich glaube, das soll einfach nur zeigen, dass alle anderen Menschen ihn als ganz normalen Dad sehen und oder halt den Charakter, der ist. Aber wir, wenn wir alleine mit ihm sind, wissen wir seine wahre Gestalt. Aber das verwirrt mich immer noch. Warum gibt es Spring Bonnie in dieser Zukunft, in dieser Gegenwart und dann nochmal ein weiterer Spring Bonnie in der Vergangenheit? Das ist irgendwie, das macht meinen Kopf kaputt. Ich versteck's nicht. Ich check's nicht mal. Ich wünschte, du würdest mir bezüglich Papa glauben, Mom. Ja, schwierige Lage, Mann. Haben wir jetzt eigentlich, was wir brauchen, um zu traden für die Brille? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Muss man auch schauen. Weiß ich nicht.
Aber wir kommen gut voran. Dylan. Ach, wenn das nicht Oswald der Ozelot ist. So ist da ein Ort zum Haaren? Ozelots machen sowas gar nicht, Dylan. Du musst es ja wissen. Ich habe heute wesentlich größere Probleme als dich. Aua, ey. Vollidiot. Detention for you. Rapidly approaching your location. Was zur Hölle? Was ist los, Oswald? Nichts freut mich schon. Ich kann mich einfach nicht konzentrieren, glaube ich. Vielleicht musst du dir die Beine vertreten, um deinen Körper frei zu bekommen. Und deinen Kopf. Ich habe ein Bucherbüro der Direktorin vergessen. Könntest du es für mich holen gehen? Sozialer Schmetterling. Hole Frau Mechams Buch aus dem Büro der Direktorin. Wie kann ich meinen Papa retten, wenn ich kaum die Schule schaffe? Komm schon, Oz. Wie Mom gesagt hat, einen Schritt nach dem anderen. Also nicht rennen. Nein, okay. Ab und zu rennen. Das ist die Taktik, damit man nicht die ganze Zeit hinfällt. Andererseits brauche ich noch die Achievements für 200 Mal hinfallen oder was das war. Von daher, vielleicht nicht so schlecht. Hey, was machst du außerhalb des Unterrichts? Ich hole ein Buch für Frau Micha. Nein, das machst du nicht, junger Mann. Du hilfst mir, den Schlüssel von meinem Büro zu finden. Ha? Ich war aus meinem Büro ausgesperrt worden, als ich mir mal einen Snare, als ich das Verhalten der Schüler beaufsichtigen wollte. Ich werde mich umsehen. Du bist ein Lebensretter, kleiner Mann. Ja, bin ich das? Spunde werden nicht genutzt. Was haben wir hier? Nichts Lustiges, nur Müll. Hier ist verschlossen. Verschlossen. Hä? Das ist eindeutig Springtrap und nicht mehr Springbody. My school! Yeah! Okay, Rektoratsbüro können wir nicht rein. Klassenzimmer 2, das ist wahrscheinlich. Oder hier im Flur. Oder hier im Flur. Ich werde keine neuen Skizzen mehr zeigen. Ich will diese Monster nicht in der Schule sehen. Ja. Dunn hat mich einmal dran gezogen. Und sie mussten die ganze Schule evakuieren. Er hat richtig viel Ärger bekommen. Wann das denn? Bevor die Schule wieder an war, oder was? Wir haben mehr Pokale als das Team der Highschool. Ja, sie sind zwar verbrennbar, aber trotzdem. Abgesehen von stinkenden Schulklamotten, nichts. Sieht so aus, als gäbe es am Freitag ein Event, um die Stimmung für das Spiel aufzuheizen. Wird vermutlich ein echter Spaß. Freitag, sagst du, ja. Five Nights at Freddy's? Freitag? Könnte ja der fünfte Tag sein? Ein Zurück zur Schule-Poster, der letzte Nagel im Sarg für die Sommerferien. Ja, und vor allem, letzte Nagel fehlt, das Ding ist verklickt in der Ecke. Alter? Was geht denn da ab? Sieh die Tafel? 1 plus 2 gleich 3 und alles mögliche. Cool. Liegen hier die Schlüssel? Ja, hab sie. Okay, schauen wir mal die Schlüssel. Was die so sagen. Aber machen wir den Kellerschlüssel. Wie hat es die Direktorin überhaupt geschafft, diesen zu verlieren? Das ist eine gute Frage, habe ich gesagt. Keine Ahnung. Wie hat sie das geschafft? Naja. Sagen wir jetzt weiter können. Hallöchen, Direktorin. Wow, hast du ihn gefunden? Weißt du, ich habe fast jeden Raum in der Schule nach diesem Schlüssel durchsucht. Direktorin, es gibt 4 Räume plus Flur. Du hast jeden Raum durchsucht, aber nicht den einen, wo der Schlüssel drin war. What? Fast jeden Raum? Ich muss jetzt los, ich glaube, ich habe gehört, wie mich jemand in der Cafeteria aufgesucht hat. Hä? What? Wie? Okay, Schlüssel verloren. Warum macht der nichts? Einmal und keinmal. Gerahmter Artikel aus der Schülerzeitung. In der Schlagzeile geht es um den Sieg bei einem Brennballturnier. Aha. Wenn ich die Augen zusammenkneife, kann ich von hier aus mein Haus sehen. Oh, nett. Das ist ja... Aua. Das ist ja nett. Was haben wir denn hier vorne liegen? Papa kam immer zu den Elternsprechtagen. Ich weiß nicht, ob dieses Ding hingehen wird. Ich glaube, hier waren wir schon mal drin in dem Raum. Aber jetzt ist hier was Neues. Ein Buch. Endlich, jetzt kann ich zurück zum Unterricht. Mechams Buch. Warte. Was ist das? Klebriges Band. Das wird Dylan lehren, sich nicht mit mir anzulegen. Ha!
Okay, Kollege? Klebrige Hand. Ah, nicht Band, Hand. Klebrig und eklig, genau wie Dylan. Ja, gut. Michams Buch, 6. Klasse Naturwissenschaften, Lehrerausgabe. Okay, also ist in der 6. Klasse, der Bursche. Wie alt ist er denn dann? Das ist ja älter als 10. Viel älter als 10. Ist auch schon Teenager. Safe. Außer in Amerika ist es anders, keine Ahnung. Aber eigentlich müsste er älter als 10 sein. Lass mir nämlich wissen, was ihr meint. Das hat wirklich Zeit gelassen, Oswald. Entschuldigung, Frau Micham, ich brauchte wirklich eine Pause. Bis morgen, Schüler. Bitte vergesst nicht, eure Aufsätze zu schreiben. Und Oswald nur so. Nein, Mann. Das mache ich nicht. Okay, geh nach Hause. Ich habe aber nicht was mit Dylan machen. Dylan versucht ständig aus den Spinnen hervorzuspringen, um mich zu erschrecken. Kann mich nicht erschrecken, weil ich es kommen sehe, oder? Ja, schätze schon. Wenn es immer macht, dann wird es sich immer nicht mehr erschrecken, auf jeden Fall. 2000. Ganz viel. Wie, was? Worum ging's? Lassen Sie mich meine synchronisierte Wasserballonschlachtvorführung nicht machen. Anscheinend hat die Schule nicht das Budget für so viele Ballons. Wie viel wolltest du denn? 2000. Das ist ein bisschen viel. Naja, ursprünglich waren es 4000, aber ich dachte, das wäre ein gutes Angebot. Ah, ja. Renfield. Gamer-Schüler. Bring Your Own Blood ist so ein witziges Spiel. Es hat super geile Grafiken und Gameplay. Ich weiß noch nicht, wie ich mich fühlen soll, im echten Leben Käfer zu essen, um ein Level aufzusteigen. Und wenn sie mit Schokolade bezogen wären? Jetzt wird's interessant! Wo sind wir? In Frankreich oder was? Dylan scheint nicht hier zu sein. Okay. Ja gut, nach einem harten Arbeitstag, Schultag, ab nach Hause. Boyfriend, was machst du denn hier? Hast du gehört? Morgen sezieren wir Frösche. Das wird so eklig, aber auch so cool. Das könnte ein Hinweis sein auf irgendwas. Gut, gehen wir nach Hause. Ist es schon Nacht jetzt? Ja, Oswalds Haus. Nacht 3. Es scheint wieder im Haus herumzulaufen. Zeit, einen Weg herauszufinden. Okay, ich muss tatsächlich sagen, ich habe mich ein bisschen spoilern lassen. Es gibt nämlich... Auf jeden Fall, es gibt bestimmte Wege und muss jede Nacht einen anderen Weg nehmen, um zu entkommen. Weil Spring Body immer einen anderen Weg zumacht. Und einen Weg, weiß ich, ist hier vorne. Denn, wenn man ein... Na komm, wo ist es? Ein Schraubenzieher hat, kann man das Fenster aufdrehen. Und das war's, dann sind wir schon draußen. Das ist der schnellste Weg, um zu entkommen, falls ihr den schon habt. Das heißt, man kann nicht direkt in der ersten Nacht so entkommen, aber... Ja, wisst ihr Bescheid. Weiß jetzt auch Bescheid. Und als nächstes geht's wohl ab zum Bällebad. In der nächsten Folge dann. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Und wir sehen uns dann wieder. In diesem gruseligen Spiel. Namens Five Nights at Freddy's Into the Pit. Oder Jeff, was sagst du? Ja, bist du hier, um Pizza zu holen? Nee, ich häng nur rum. Oh, jemand namens Bin am Arsch. Bin am Arsch hat eine Bestellung aufgegeben, aber die Pizza immer noch nicht abgeholt. Bin am Arsch muss neu in der Stadt sein. Jeff, du bist ein Vollidiot. Bin am Arsch? Ach so. Ach, geh weiter zur Schule, Junge. Okay. Tja, wenn du kein Like da lässt, dann bist du am Arsch. Am Arsch, habe ich gesagt. Nicht falsch verstehen. Am Arsch.